Gut, eigentlich wieder eine Runde GTA mit der Crew, unserer neuen Crew, heute zu viert. Und ja, heute geht's dann weiter, endlich weiter mit dem, was wir angekündigt haben, nämlich die Heist, die letzte. Ich lade euch jetzt sofort ein, ich muss mal gerade mal kurz ein... Wir sind alle so heiß. Du bist immer heiß. So... So. Allerdings nicht auf Socken, auf was anderes. Wobei du tatsächlich sogar geschrieben hast, dass du echt dich freust auf die Aufnahme heute. Und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil endlich kann man nämlich das große Thema abschließen. Also zumindest voraussichtlich abschließen. Ich erwarte halt nicht, dass wir es heute in einem Rutsch sogar packen. So. Dann starten wir heute den Pacific Standard Raub. Das Ding werde ich auf jeden Fall auf normal spielen. Oder wir auf normal spielen. So. Ich kriege kommt das aus der Bank. Ja, genau, das mit der Bank. Ja. Das ist jetzt mit einer Freundin zusammen gemacht. Ja, die wird definitiv nicht einfach werden. Das habe ich von dir. Ich würde mich mit dem Motorrad bei letzten Missionen einfach in den Kanal gefahren. Ja, gut, normalerweise, ich habe die. Den Glitch haben sie rausgenommen mit den Autos. Einfach Motorrad schnappen und dann einfach ein Auto zusammennehmen und dann die Klippe runterfahren, direkt zum Boot. Ich habe hier unten das Haus, aber den Glitch haben sie rausgenommen. Markus, hast du deine Einladung bekommen? Nein. Okay, dann lade ich dich. Normalerweise müsste ich dich aber eigentlich mit eingeladen haben. Ich habe eigentlich jetzt. Ein Ladevorgang steht zumindest da. Warte, ich zieh nochmal raus. Also, zieh nochmal zurück. Ja, jetzt ist sie durch. Die Einladung. Und sobald ihr dann alle bereit seid, können wir dann auch direkt. Bereit. Sehr gut. Ja, Markus ist noch nicht drin. Ja, ich das dauert immer bis, bei ihm dauert das immer ein bisschen länger, bis er drin ist. Ah, der muss erst suchen. Ja, der muss erst. Richtig. Ich will das genießen. Oh, wenn es warm wird. Yvonne? Ja. Wenn es warm wird, genau. War die Reibung zu groß. So, gut. Gut. Oh, Mann, warum ich den Horst? Hä? Horst. Wir warten ja auf den Horst. Ich sag nur, ich warte nur, bis ihr alle bereit seid. Nicht, dass mir einer sagt, ich habe noch keine Waffen. Breit bin ich immer, aber fertig bin ich auch. Gut, dann starten wir. Wie gestern konnte nicht werden. Ich erwarte, denke ich mal, ich erwarte nicht, dass wir es in einem Rutsch durchkriegen, ohne dass irgendwas passiert. Ich erwarte nicht, dass wir das in einem Rutsch durchkriegen. Okay. Ich sterbe als erstes. Nee, das ist mein Part. Oh. Aber mal gucken. Hey, guck mal, das Noviert. Kumpel von uns, der sieht genauso aus. Wo ist meine Maske hin? Letzter oder was? Ja. Seit wann trägst du eigentlich auch Anzüge? Was soll das? Ich habe jetzt einen Anzug angezogen gerade. Ich bin hier der Anzugmann in der Gruppe. Ja, du bist ein Clown. So wie das zumindest aussieht. Diese Augen. Cool, ich krieg einen Schock. Den darf ich da mal drüber hauen. Aber Melissa, willst du nicht. Yvonne kriegt von uns was in die Hand gedrückt, ja, genau. Langharten Stock. Und die roten Augen hat sie, weil sie gestern zu viel geraucht hat, gibst du. Richtig. Gestern, heute früh. Ich hab mich angenommen, weil ich mit einer Crew, also drei Leuten, die haben diese Biker-Mission in Serie A 1,5 Stunden nicht hingekriegt. 1,5 Stunden. Ja, so schwer ist es nicht, aber der letzte Teil wird schwer. Die Flucht wird schwer am Ende. Ihr hört einfach nicht zu, ich sage, wir müssen die zwei zusammen ausschalten. Zack, rennt er wieder hin und entdeckt. Der eine darf gar nichts machen. Da kriegst du einen Krisenanfall. Darf mit dem entdeckt werden, das ist mein Part. Ja, aber ich glaube, du schaffst es nicht 1,5 Stunden lang hier. Wir haben schon, überleg mal, wie oft wir das versucht haben, wo wir da snipern mussten.
wie lange wir da bei dem Human Labs Ding, was wir ewig lange dran gesessen haben. Das war noch nichts gegen das, was wir gefühlt auch im 12. Versuch das Ding jetzt geschafft. Aber am besten ist noch Ghost Beacon, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin total. Ich sag nur eins mit diesen komischen hier Fallschirmsprüngen, wo wir alle auf die Fresse geflogen sind. Was? Überhaupt nicht, was du meinst. Oh, Alter, die Mission wird ekelhaft, diesen Abi Schwarzmann von dieser Insel da zu machen. Ja, Mann. Ich sag ja, das werden wir nicht in der, werden wir wahrscheinlich nicht in einem Rutsch durchkriegen, ohne dass irgendwas passiert. Wir haben bei den Vorbereitungen gemacht und dann die Hauptmission. Ja, wir ziehen sie ja komplett durch. Gut, fangen wir an mit dem Pacific Standard mit dem Transporter. Das ist das, was heute passiert. Oder bei mir heute passiert. Ja, ey, wie wird wieder. Der wird so fall wie sich wie der Kapitän. So, eigene Kleidung. Ja, nee, ich mache mal Crew komplett Auswahl. Dürft ihr euch selber entscheiden, wie ihr Lust habt. So, wenn dann alle, also bereit seid ihr ja wahrscheinlich alle, ne? Ja. Können wir hier nicht aussehen aus der Bar. Schwierigkeit normal, okay? Hab ich. Ja, willst du ja schwer spielen? Keine Ahnung, mir egal. Wir können die auch. Naja, nee, jetzt müsste ich rausgehen aus dem Job. Nee, wir fahren die. Wir machen die erstmal auf normal. Ich denke mal, auf schwer wird das zu hart werden. So, ich bin bereit. Ich bin mit Baby. Ich hab mein Kapuzenpullover von Anfang, wow. Nein, du spielst nicht mit Baby. Wir hätten noch wechseln können, hättest du mit Baby spielen können. Nein, du spielst ja nicht mit Baby, das ist es doch. Ihr seid beide Fahrer, ihr braucht einen von uns jeweils. Wir sind die Navigatoren. Ja gut, dann geht der Markus zu Baby ins Auto und ich schnapp mir den Enrico. Warte mal, nein, mein Auto brauche ich. Ja, welches? Geile Jeans, Baby. Ihr braucht ein anderes Auto. Baby, ihr braucht ein anderes Auto. Ach so, stimmt. Wir fahren schon mal los. Fahrer, ich bin Navigator. So. Okay. Enrico, du weißt, wie es funktioniert? Nein. Steht unten. Nimm mal das Handy raus. Ja. Du müsstest irgendwo eine Ortungs-App drauf haben bei dir. Steht aber bei dir Trackify-App. Ja, gehst du mal bitte da drauf. Und dann hast du einen blauen Punkt und da musst du mich jetzt bitte hinlotsen. Du musst umdrehen, Baby. Blauen. Ja, oder. Nein, die roten Punkte. Oder roten Punkt, wie auch immer. Ich musste wissen, wo es ist, weil ich sehe das Auto nicht. Dann nach links. Jetzt nach links, okay. Geradeaus. Immer weiter geradeaus, genau. Ja. Das muss immer ein Transporter sein. Gelb-brauner, wie auch immer. Es ist diese UPS-Transporter sind das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, Baby, du musst schon auf meine jetzt rechts. Jetzt rechts hier hoch? Ja. Okay. Ach, das bist du! Ja! Links. Links. Ich navigiere dich. Enrico navigiert den Kev. Ja. Links. Links. Ja. Geradeaus oder links? Links. Genau, ihr müsst auf euch hören. Hier leuchten so viele Punkte. Ja, ich brauche nur einen Transporter von denen. Rechts. Ja, einfach geradeaus. Geradeaus weiter, okay. Da sind zwei Punkte bis jetzt. Ja, kann sein, dass die dann immer ein bisschen auseinander gehen. Weiter? Weiter. Geradeaus. Okay. Du musst es mir nur in der Kreuzung ansagen. Mal links. Geradeaus. Links oder rechts? Mach mal links. Okay. Da ich nicht weiß, wo genau wo sie stehen. Fahr mal links und dann gleich die nächste nochmal links. Hier rechts ab? Okay. Ja. Genau. Und jetzt hier links? Nach links, geradeaus quasi da. Ja. Da vorne ist einer. Da, ich sehe den. Rechts oder links? Links. Und dann rechts. Und dann? Also in die Hauptstraße, ja, genau. Genau, ja. Sind vier Transporter insgesamt. Merkt das schon. Ja, wir haben eine gewisse Zeit von 6 Minuten. Rechts, links, geradeaus. Ich weiß nicht, wie weit du nach rechts fahren kannst. Meine Güte, der soll da einsteigen. Was denn jetzt? Ein Fahrer wurde alarmiert. Alter, ey, das ist doch unfassbar.
Was war denn jetzt? Ne? Markus hat den Fahrer alarmiert, der darf natürlich nichts bemerken. Ja, weil mein Typ nicht ins Auto einsteigen wollte, sondern den Motorradfahrer vom Motorrad ziehen wollte. Ey, meine Fresse, ey, das ist doch zum Gott. Ach, alles gut. Ich sag ja, es wäre zu einfach, wenn irgendwas funktionieren würde. Wir haben ja Zeit heute. Aber die zu finden ist auch gar nicht so leicht. Die ist auch nicht leicht, definitiv nicht, weil ich sehe halt nicht, wo ich hin muss. Ja. Das ist halt so, du musst mich halt navigieren und dann muss ich halt wissen, wo ich hin muss. Ich bin nur der Fahrer, ich kann sonst nichts machen. Ladevorgang, okay. Dauert gerade einen Moment. Jetzt. Ich stand schon. Erst standen wir auf der Treppe und jetzt die Videos. Ja. Das ist ein Fehler der Matrix. Ja, das ist ein Fehler in GTA, den sie nach 7 oder 8 Jahren immer noch nicht gefixt haben. Du kannst mit den Steuerkreuz. Steigt der mal hinten ein? Du kannst mal nach hinten. Jetzt zurückfahren? Nach links also? Ja. Ja, links. Wie die Jungs jetzt auch da. Genau. Du kannst immer mit dem Steuerkreuz auch rechts, links geradeaus die Dings nutzen, ne? Steuerkreuz. Kannst du mir die Richtung. Ja, genau. Ah, lol. Jetzt links. Da vorne ist einer. Ihr habt schon einen, okay? Ja. Na gut, du kannst es mir auch ansagen. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir eh schon mal in einer Party sind. Ja, mehr als es auch nur. Geradeaus, okay. Ja. Ja, ist gut. Jetzt habe ich Steuerkreuz einmal in der Hand. Einen habe ich schon mal fotografiert. Ja. Ja, wir brauchen noch einen Moment. Wir haben noch keinen. Wir haben noch keinen Blick. Ich komme vor wie bei so einer Fahrtenstunde, gerade in diesem Einsatz, ne? Keine Hashtags. Da vorne ist noch einer? Krass, ich hab schon zwei. Wir haben ja nichts. Ah, ist gut. 7,5 Minuten noch. Ich soll mich umdrehen, okay. Ja, ist gut. Wenn du mir sagst, genau, und dann vorbeugen, ganz langsam. Nein, ernsthaft. Halt, kann das weiter, ne? Ja. Die Punkte verwirren mich, ey. Ja, das sind halt, wie gesagt, eigentlich noch zwei Stück. Ja, du musst halt erstmal in die Nähe kommen, dann erst kannst du die genauer... uns. Was? Nehmen uns. Ah, da. Ja. Alles gut, wir haben einen. Ich muss mich nur dahinter setzen jetzt. Ich bleib jetzt dran an dem. Sobald ich an der Ampel kann ich das Ding... Ach, ich muss das Foto machen. Ja, du musst das Foto machen, du musst das Kennzeichen fotografieren. Gibt's hier einen Zoom? Ja, hier. Ja. Oder warte, fahren wir nicht mal weiter? Sehr gut. Genau. Ach, den haben sie schon, okay. Wir haben einen, ja. Dann muss man jetzt. Geh mal rum, Baby. Genau. Hier links jetzt. Ja, ihr fahrt wahrscheinlich genau. Da ist er. Wir haben ihn. Okay, dann brauchen wir nicht. Ja. Dankeschön. Das Navi spielt verrückt. Normal. Bitte sehr wenden gut, Sie bei der nächsten Möglichkeit. Sehr gut, Leute. So, jetzt muss nur noch Lester uns sagen, welchen davon wir klauen müssen. Ich soll seine letzte Anruf machen, oder so. Vielleicht kannst du. Nee, doch. Oder? Steht der Transporter. Wir sind direkt dran auf 900 Meter, wir machen das. Jo. Einsatzteam bereit. Dann kann ich ja jetzt was anderes machen. Ja, du kannst jetzt mit Baby. Du kannst jetzt mit Baby spielen. So, einmal umsteigen mit Enrico. Ist egal. Ich stopp den zu Not. Alter,
Yvonne, dein Charakter hat Ohrringe dran, dann hat man das Gefühl, du hast das Motorrad, okay. Warte, ich stopp dir den kurz, wenn es möglich ist. Wann habe ich Ohrringe dran? Der gibt jetzt nämlich gerade ein bisschen Gas. Ja, wahrscheinlich jetzt durch das Outfit hier, durch das Missionsoutfit. Könnte sein. Voll irritiert. Naja, ich versuche den dran zu hängen. Ich häng dran. Du kannst beim Motorrad, wird es schwierig, den zu stoppen. Der wehrt sich aber, der Kollege. Ich höre mein Auto. Wir sind schon dran auf jeden Fall. Aber es dauert, bis der hier steht. Ja, es dauert, bis er steht. Ist, ja. Ach, ernsthaft. Na komm her, mein Freund. Komm mal her. Macht ihr mal, Baby und ich machen eine Weile eine kleine Spritztour hier. Ach, ganz ernsthaft. Oder Yvonne? Ja, genau, fahr mal in den Abgrund. Da sind wir ungestört. Der fährt wieder raus. Oh, Alter, was machst du? Jetzt hätte der Bus durchziehen können. Das ist doch nicht in die Luft gegangen. Du bist über einen Generator drüber gefahren, der ist explodiert. Ich meine, ich mag es zwar heiß, aber so heiß und auch wirklich. Komm mal her hier. Der wehrt sich, der Kollege. Schade, ich wollte gegen Baum drängen. Ja, da habe ich auch gerade vorgehabt. Hab ihn. Jetzt kannst du umsteigen. Tschüss. Ja. Hast du Cops? Ja. Okay. Im Zweifel lässt du anrufen, einfach über die Linkstaste, über die. Was denn? Ja, die sind gerade weg. Okay, sehr gut. Ja, pass auf, da vorne kommt ein Streifenwagen. Oder hast du keine Sterne mehr? Keine mehr, nö. Okay. Ja, gut. Ach, letzter geht nicht dran. Okay, du bringst den LKW weg, ich schau mal, dass ich komplett werde. Yes. Ich bin ein Postfahrer bei DHL. Ernsthaft, die haben es gecheckt, dass ich hier runtergefahren bin? Ja, ich bin unter der Baustelle in das Ding reingefahren, da gerade in die. Gut, da fahre ich hier hoch. Da kommen sie nicht mit hoch. Moin. Tut mir leid, dass ich euch hier stören muss. Ich muss hier mit dem Auto mal durch. Die Frage ist, ob sie zu Fuß hier hochkommen. Nein, sie erreichen ihr Ziel in 2 Sekunden. Oh, doch nicht. 20, okay. Oh ja, ernsthaft? 1-0! Netter Stuntversuch, Yvonne. Naja, egal. Hab's alles geschafft. Ist er das? Nein. Lol. Was denn? Bei Becky Schneitz. What okay. The fuck? Ja, kommt doch an, wo der... gerade in einer der Formel 1 Gruppen geschickt. Cool. Ah, hier ist... Hat's gestern nur extremst geregnet. Zumindest als wir einkaufen waren. Gerade beim Rewe raus und auf einmal hat's geregnet. Aber richtig Platzregen. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Die Aufgabe.
Ja, keiner von euch ist dabei, soweit ich das gerade sehe. Aber wir sind noch im Ladebildschirm. Lädt noch. Ja, jetzt. Weil ich bin zum Beispiel schon im Dings im Spiel. Gut. Du bist schon drin. Naja, aber es ist keiner von euch mit auf dem Server. Ich bin doch. Ja, aber keiner von euch ist mit auf dem Server. Allein. Hm, kann sein, ja. Einsam und allein. So, dann fahre ich kurz zurück zum Apartment und lade euch dann direkt für den zweiten Teil ein. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, die Mission. Oh, Alter, der LKW war knapp. Zu dem Zeitpunkt hier ist Lester ja auch noch ungeküsst. Ja. Stimmt. Weil die Online spielt tatsächlich genau, spielt ja vor der Hauptstory eigentlich. Nein, der Diamond Casino heißt, der kam ja erst nach den hier. Zu dem Zeitpunkt hier, der heißt, war er noch ungeküsst in der Story, in der Online-Story. Wobei mir tatsächlich einer meiner Abonnenten geschrieben hat, er hätte Bock nochmal mit uns die Inseldinger durchzuspielen, aber wenn ich ehrlich bin, nee. Wir haben es einmal durchgespielt und es reicht mir tatsächlich auch. Also ja, ich spiele die spiele ich ja sehr gerne hier, aber die Insel also heißt. Ich habe in Gruppen gelesen, es gibt wirklich Leute, die schaffen das da irgendwie aller Viertel bis halbe Stunde wohl irgendwie 3 Mille rauszuholen. Ich weiß nicht, wie die das machen, keine Ahnung. Ist mir ziemlich wurscht. Ich habe es jetzt einmal gemacht und einmal, das reicht mir, wenn ich ehrlich bin, ich finde die nicht so toll. Also die hier spiele ich sehr, sehr gerne, weil die sind einfach wirklich cool gemacht. Mhm. Aber die Dinger, da muss ich nicht mehr sagen. Und wir haben und ja den auch so. Casino heißt, den mag ich auch. Den würde ich gerne mal irgendwann mal nochmal als Riesenschwindel spielen. Da gibt es wohl auch Outfits. Hier wie hier die Geldtransportergruppe, da kannst du praktisch direkt, ohne dass irgendwas ist, in den Dings reinlaufen. Ja, guck mal, können wir mal gucken. Wir haben eh noch so einiges vor hier in GTA auf jeden Fall. Deswegen suchen wir halt immer noch Leute. Es gibt noch viel zu tun. Wir können noch, wie gesagt, Penthouse-Missionen sind noch. Dann könnte ich bald mal eine Basis kaufen. Da gibt es noch diesen Weltuntergangs-Heiß, den haben wir noch nicht gemacht. Ja, wir machen einfach. Kann ich sogar anbieten. Kann ich alle wiederholen. Sehr gut. Also wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Dann haben wir noch die ganzen Schlitzer-Missionen dabei und die... Also die Basis-Mission kann ich wiederholen. Die Schlitzer-Mission. Was ist mit Yvonne? Nein, die Schlitzer-Mission. Ich schwöre, ey. Ja, und die Bestie und so, die haben wir noch. Gut, dann machen wir trotzdem hier mal einen kleinen Cut. Ich hab dich doch nie